Und damit hallo und herzlich willkommen zu EU-LCS in dieser Woche, meine Damen und Herren. Woche 8 ist es inzwischen, ne? Kalle diese Woche nicht am Start, aber dafür ich, der gute Bart und auch Clarky Sparky ist am Start. Na Clarks, alles gut. Hi! Der ist nachher auch beim Cast mit anwesend, da haben wir heute noch Pini, also Marvin, beziehungsweise Werner, wenn Ice hier wäre. Und da werden wir jetzt heute einfach mal gucken, dass wir ein paar interessante Games haben. Denn auch in der EU-LCS, die sind ein bisschen langsamer als in der LCK, da gehen wir Richtung Playoffs. Es wird also jetzt langsam, aber sicher richtig spannend. Und auch die erste Begegnung, Rocket gegen Splice, die wird richtig entscheidend eigentlich für die Teams, die sich für die Playoffs qualifizieren wollen. Da haben wir schon ein bisschen vorhin drüber gequatscht. Ja. Na, wenn Rocket zum Beispiel gewinnen sollte, stehen sowohl für sie als auch für Splice die Chancen noch sehr, sehr gut in die Playoffs zu kommen. Wenn Splice gewinnt, sieht das schon ganz anders aus. Dann ist Misfits zum Beispiel safe und die Chancen von Rocket zum Beispiel sind sehr, sehr gering. 5% war das, genau, glaube ich. 5%. Also 5 ist nichts quasi. Also wir haben auch insgesamt irgendwie noch 1 Million Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kann. Wenn ab sofort alles genau perfekt läuft, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 0,04%, dass wir 11 Tiebreaker haben. 11 Spiele. Wann? Aber gut, ne, das haben wir, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr häufig. Also diese Mini-Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert, ist nur sehr, sehr selten der Fall. Ne? Das haben wir über die letzten Jahre eigentlich schon mitbekommen. Aber ich bin gespannt, was wir im ersten Game sehen werden. Denn wir haben ja diese Woche auch einen neuen Patch. Ne? Patch 8.15. Und da wurde nicht nur Irelia wieder ein bisschen gebufft, was die Base-Stats angeht und die Fähigkeiten wurden ein bisschen runtergenommen, sondern zum Beispiel auch Assassins wie Fizz oder Akali. Die sind beide spielbar, die sind beide gebufft, beziehungsweise Akali sogar reworked wurden. Was denkst du dir da so? Könnten wir die beiden sehen? Also bei Fizz glaube ich eher dran. Wir hatten auch eben schon ein bisschen drüber spekuliert. So, Akali ist halt schwierig, weil man hat sich zwar schon spielen können in der Solo-Queue, aber es ist was ganz anderes. Das ist halt bei Assassin sowieso ein bisschen schwierig. Und ich glaube, Fizz sehen wir heute sogar. Also auch an diesem Wochenende, vielleicht nicht heute, sondern eher morgen. Aber ich denke, das wäre möglich. Und ansonsten Akali, ich wünsche es mir. Also ein Pro-Team auf Akali sind, ich meine, warum nicht? Mal schauen. Ich meine, der Champion kann inzwischen ja einiges. Ne? Ja. Du hast die Möglichkeit, praktisch dich immer wieder unsichtbar zu machen mit der Rauchwolke. Sie ist super mobil und nimmt diesen Assassin-Charakter, so Richtung Ninja mehr oder weniger, nimmt sie wirklich gut mit. Hat ein wunderbares Design, was den Champion an sich angeht. Und bei Fizz, den haben wir ja schon häufiger mal gesehen, auch als Akali in der Vergangenheit, kann man sagen, der hat jetzt wieder einen ordentlichen Buff bekommen, könnte da in der Mitte in den ein oder anderen Matchups durchaus an Priorität gewinnen. Ansonsten haben wir in dieser Woche noch eine ganze Menge Wechsel, was Spiele angeht. Oh ja. Wir haben unter anderem Reckless wieder dabei. Woohoo! Also ich glaube, das wird so das Thema werden, wo wir nachher nochmal ordentlich drüber reden werden. Aber Reckless, der nach den Rift Rivals ja so ein klein wenig in der Versenkung verschwunden ist, ne, mit Beepo und Soas, die dann beide bei Fnatic am Start waren, der wird jetzt wiederkommen. Und dazu gab es ein kleines Interview, wo er sich auch selbst nochmal geäußert hat, gesagt hat, dass es ein komisches Gefühl war, erstmal so in der Form nicht da zu sein. Aber sowohl Beepo als auch Caps haben sich sehr positiv geäußert, was sie davon halten, dass er jetzt wieder zurückkommt, na, wie die Spielweise aussah damals. Und ich bin persönlich sehr gespannt, was wir da sehen werden. Gerade weil es für die meisten Teams jetzt auch wirklich um die Playoffs geht. H2K hat immerhin einen Sieg inzwischen. Die haben nicht die längste Losing Streak. Knapp. Es wird aber, glaube ich, sehr unwahrscheinlich sein, dass sie es noch irgendwie schaffen, an weitere große Sieger ranzukommen. Also vielleicht können sie sich noch ein oder zwei am also vielleicht kommt jetzt auch dieser Turn und sie sind jetzt auf einmal viel besser und haben jetzt so Blut geleckt und ja, wir können gewinnen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass H2K da jetzt nicht mehr viel reißen wird. Vor allem spielen sie heute gegen Misfits. Ja. Das ist halt super schwierig für sie. Ich denke, sie werden nochmal alles versuchen, aber der Split, man sollte ihn so langsam abhaken und sich dann auf die nächsten Ziele konzentrieren. Da steht ja einiges an in der nächsten Saison, vielleicht auch mit H2K in der neuen Liga. Mal schauen. Könnten wir sehen. Ne? Was wir auch sehen könnten, sind AD-Carries. Ich komme ja persönlich ein bisschen mehr aus der LCK. Du inzwischen auch zum großen Teil, kann man sagen. Ja. Wow. Und da sehen wir in letzter Zeit eigentlich schon sehr häufig AD-Carries. Varus, Ashe, also die ganzen Utility-AD-Carries, die in der LCK eh schon immer sehr etabliert waren. Und da ist jetzt natürlich so die Frage, die sich auftut, kommt das langsam auch in die ULCS? Gerade wenn wir in Reckless zum Beispiel wieder sehen, die Mages auf der Botlane waren ja nicht mehr ganz so stark in den letzten Wochen. Außer Heimerdinger. Heimerdinger war OP, den muss man bannen. Insane. Aber generell kannst du dir vorstellen, dass wir wieder mehr AD-Carries sehen? Ich denke schon. Mich wundert es schon die ganze Zeit, dass gerade EU sich so schwer getan hat, die AD-Carries wieder zurückzubringen. Weil NA hat einfach gesagt, zum Beispiel Double Lift. Ich meine, der hat auch die ganze Zeit seine AD-Carries gespielt. Ganz selten meine Ausnahme. Und auch, du hast schon gesagt, die LCK. Sie haben einfach weiter die AD-Carries gespielt, weil die Spieler sind an diese Champs gewöhnt, sie wissen, wie sie mit denen umgehen, wie sie mit denen carryen. Und manchmal ist es dann eben besser, seinen Main zu spielen quasi, als sich irgendwie gezwungen auf so einen Vladimir zu drängen. Und deshalb denke ich, dass wir jetzt auch zu diesem Patch vor allem, weil die Buffs ja doch nochmal ein bisschen stärker waren, dass wir da jetzt heute wieder ein paar mehr AD-Carries sehen werden. Auf den Vladimir drängen ist ein sehr gutes Stichwort. Das hat nämlich Hans Hammer in der letzten Woche gemacht. Der hat eigentlich immer AD-Carries gespielt, hat sich dann in der letzten Woche doch für einen Vladimir entschieden, nicht den Draven, den eigentlich alle Leute gern gesehen hätten, und
hat damit tatsächlich verloren. Misfits in den letzten Tagen oder in den letzten Spieltagen besser gesagt, auch nicht ganz so gut wie vorher. Ich glaube, sie haben 3 von 4 Spielen verloren in letzter Zeit. Das ist ziemlich viel, wenn man bedenkt, wie gut sie gestartet sind. Denkst du, da wird man dann halt auch mehr auf diesen AD-Carries bleiben? Oder ist das jetzt einfach eine Phase, wo man sich sagt, okay, wir haben die Playoffs eigentlich schon recht safe, wir probieren jetzt noch ein bisschen rum, was Taktiken angeht, vielleicht für die Playoffs eben dann? Ja, das mit dem Probieren ist ein gutes Argument. Ich meine, Misfits, klar, sie haben noch die Möglichkeit, wenn Rocket jetzt, glaube ich, gewinnt, theoretisch noch rauszufliegen aus den Playoffs, aber also ich denke, da wird nichts anbrennen. Probieren ist okay, aber man sollte trotzdem aufpassen, dass man nicht, zum Beispiel so Hans Zimmer ist nun mal ein ADK und die kommen jetzt zurück, dann sollen die jetzt nicht ausprobieren, wie er auf dem Vladimir spielt oder wie er Swain spielt, sondern einfach sagen, komm, spiel deine ADKs, bekomm ein bisschen Erfahrung wieder mit denen, komm da wieder ein bisschen rein, vielleicht auch die, die jetzt wieder in die Meta rutschen, weil zum Beispiel jetzt die ganzen Crit-ADKs vermutlich bis zu den Worlds wieder voll da sein werden. Das zeichnet sich ja so ein bisschen ab. Und ich würde, klar, probieren ist immer gut, aber ich würde sagen, man sollte nicht zu viel versuchen, nicht zu hart rübergehen, sondern einfach sagen, okay, ein paar kleine Tests, aber vor allem, man muss ja aufpassen, er spielt heute mit Jazzes zusammen. Ja, also nicht mit Mickey X, sondern mit Jazzes, der früher bei Fnatic war. Und das ist auch nochmal was für ein AD Carry. Klar, die haben zusammen gescrimmt, aber diese Synergie musst du ja erstmal aufbauen. Ja. Und warum hat man Jazzes jetzt eingewechselt? Was meinst du, woran liegt's? Ich persönlich war, also nichts gegen Mickey X, ist ein super Spieler. Wirklich ein richtig guter Spieler. Aber ich finde, Jazzes hat vor allem durch sein Spielwissen einfach, der ist so ein kluger Spieler. Und ich persönlich würde ihn sogar vorne sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Misfits jetzt sogar sagt, hey, okay, bis zu den Playoffs oder wir gucken in den Playoffs, wie er performt und dann bei den Worlds switchen wir vielleicht nochmal durch, mal gucken. Ja, gerade Spieler wechseln oder wenn man eine Zweitbesetzung irgendwo hat, ja, in der LCK oder in NA gibt es ja schon diese 10-Mann-Roster, da will man versuchen, den anderen Spielern, der Zweitbesetzung, Substitutes, klingt immer ein bisschen besser als Zweitbesetzung, auch ein bisschen Spielerfahrung zu geben. Ja. Na, die sollen natürlich gucken, dass man selbst mit dem Team schon auf der Bühne Erfahrung bekommt, wobei Jazzes da schon genügend haben sollte. Und dann kann man halt auch wesentlich flexibler später in den Playoffs vorgehen, weil man halt Spieler auswechseln kann zwischendrin. Das heißt, da werden wir vielleicht auch nochmal ein paar interessante Sachen sehen. Vitality zum Beispiel hat sehr gut getan, Spieler zu wechseln. Oh ja. Die haben sich entschieden, statt Gilius Kikis in den Jungle zu setzen. Und Kikis ist ein super aggressiver Jungler, wie wir gesehen haben, bringt das Team immer sehr, sehr gut nach vorne, zeigt sehr viel Eigeninitiative, was mir sehr, sehr gut gefällt, nicht nur, weil das Wort Eigen drin steckt. Und macht da eine richtig gute Leistung. Also es hat Vitality jetzt nochmal einen ordentlichen Boost gegeben zum Ende zu den Playoffs. Und da bin ich halt auch so ein bisschen voller Vorfreude, was wir sehen können. Camille zum Beispiel ist immer noch sehr, sehr stark, wenn man aggressiv spielen will. Aber gut, wir können es auch der Begegnung Rocket nochmal so ein bisschen mehr widmen. Denn die werden jetzt natürlich gleich am Start sein. Hatten letzte Woche nicht die beste Woche, muss man sagen. Sie sind ja eigentlich die Giant Slayer gewesen, ursprünglich. Und wurden in der letzten Woche von Giants besiegt. Passt namentlich nicht ganz so gut, na, kann man sagen. Meinst du, sie haben hier gute Chancen gegen Splice? Sie können jetzt wieder an Fahrt aufnehmen, gerade wenn es um die Playoffs geht? Also Splice ist auf jeden Fall ein Team, das sie sowieso schlagen müssen, wenn sie die Playoffs wollen. Dazu muss man sagen, Rocket war so das Team, sie gehen immer 1-1 oder gefühlt fast jedes Wochenende 1-1. Ja. So. Also müssen sie sich überlegen, wollen sie das Spiel heute gewinnen oder morgen? Nee, natürlich nicht. Aber Splice ist ein Gegner, den sie schlagen müssen und ich denke, das ist auch ein Spiel auf Augenhöhe. Und ich glaube, vor allem war das Team, im Springsplit wirkten die alle noch so ein bisschen, nicht ganz so auf der Höhe, als würden sie gut mithalten können, aber inzwischen, die sind eine Einheit geworden, sind wirklich ein gut synergierendes Team und ich denke, dass wir da auch bessere Leistungen erwarten und ich wünsche dem Team einfach, dass sie das so zusammenhalten, falls man in der Zukunft noch weiter spielt in der LCS, wird man ja sehen. Also, sie haben Potenzial und ich denke, dass auch heute der erste Schritt gemacht werden kann, vielleicht Richtung Playoffs oder sogar noch größere Schritte, also bleibt abzuwarten. Dazu müsste man aber natürlich an Splice, der europäischen Geheimwaffe der Rift Rivals, vorbei. Das wird nicht ganz so leicht werden. Ich gebe dir recht, man ist ungefähr auf Augenhöhe. Splice war ja auch eher so ein Team, was in der Mitte angesiedelt ist, genau wie Rocket. Ich persönlich sehe Splice ein klein bisschen weiter vorne, das kann sich aber natürlich durch die Pick-und-Bann-Phase noch komplett drehen. Da werden wir auch gleich die erste Pick-Bann höchstwahrscheinlich sehen. Was hältst du von Splice in letzter Zeit? Gerade nach den Rift Rivals schienen sie ein bisschen zu erstarken. Meinst du, das ist jetzt ein Trend, der sich durchsetzen wird? Oder eher? Das war bei Splice sowieso ein bisschen der Trend, dass sie immer so, wenn es dann auf die heiße Phase zuging, dass sie noch ein bisschen aufgedreht haben. Also ja, ich denke, dass sie auch nochmal sich steigern können. Klar, vor allem, sie haben halt mit Niski, mit Cobby super starke Carries. Die hat wirklich für mich auch zu den Top 3, 4, 5, 10, was halt schwierig ist, weil du halt bedenkst, was für andere Spieler noch mit dabei sind. Ich denke, dass sie sich noch steigern können. Und es halt heute das Spiel zeigt, glaube ich, so. Also, du hast es schon angesprochen, wenn Splice gewinnt, sind die Chancen für die super gut. Und wenn Rocket gewinnt, haben sie noch die Chance. Aber wenn Rocket verliert, sind sie quasi raus. Also, das Spiel, da geht es heute am eigentlich vorletzten Spieltag, im viertletzten Spiel, geht es schon um so viel.
Also ist halt auch natürlich immer ein bisschen stressig für die Teams, weil es ist nur ein Best of One. Da kommen wir immer wieder häufiger mal drauf zu sprechen. Aber der Unterschied zwischen dem Playoff-Format und halt dem normalen Format, was wir hier sehen, der ist schon immens. Ne? Gerade wenn es darum geht, sich so taktikmäßig ein bisschen vorzubereiten. Ja, und wie es aussieht, sind wir kurz vor der Pick-and-Ban-Phase. Zumindest lässt der Bildschirm da gerade drauf deuten. Wenn die beiden Teams sich gegenüber sitzen, heißt das immer, es geht bald los, da kommen die Lichter. Ich denke, die Musik sollte auch am Start sein. Und damit gehst du praktisch wieder rüber in die Caster-Ecke und ihr beide analysiert mir gleich zusammen so ein bisschen die Teamcoms, die wir sehen werden. Ich bin schon sehr gespannt. Zoe wurde hier rausgenommen, Thalia, also durchaus Standard-Bands, die wir hier immer wieder sehen. Auch in der EU-LCS ist Thalia immer noch sehr beliebt. Und damit sind Marvin und auch Clarks beide am Start. Nicht Werner, ich kann mir Namen merken, obwohl ich normalerweise Probleme mit Namen habe. Was denkt ihr, was wird jetzt noch gebannt werden? Sehen wir guten alten Aatrox auf dem Patch immer noch? Das ist schwierig. Also Aatrox zuletzt ja sowieso genervt worden und ich persönlich finde, man muss ihn nicht mehr diesen Bann auf der roten Seite musst du ihn gar nicht mehr schenken. Jetzt ist er auf der blauen Seite raus, also das ist schwierig. Es gibt so viele starke auf der blauen Seite. Man ändert das einfach. Die rote Seite muss das nicht machen. Ja. Ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was du halt auf der blauen Seite first picken willst, weil wenn du den Aatrox offen lässt und der tatsächlich so stark priorisiert wird, dann musst du dich entscheiden, willst du ihn als first pick haben oder nicht. Das sind so unsere AD-Carries. Na, Varus, haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet. Interessant ist auf jeden Fall hier schon mal, dass Akali nicht gebannt ist. Das heißt, entweder ist sie für die Teams noch nicht interessant genug, dass sie jetzt nicht gepickt wird, oder wir sehen sie hier vielleicht sogar in einer Rotation. Akali ist natürlich immer noch ein Assassin und bei Assassins ist das große Problem, sie müssen snowballen normalerweise. Da kommt es dann auch immer sehr auf die Spielweise der einzelnen Teams an. Natürlich auch das Carry-Potenzial der Midlaner und da waren Lenk und Niski jetzt nicht die Assassin-Spieler, Entschuldigung, die mir im Hinterkopf geblieben wären. Xerxes mit dem Diana-Hover, Trundle ist aber schon da. Trundle hat aktuell die Vormachtstellung im Jungle, oder? Ja, so ziemlich. Also gerade in der LCK hat sich am Anfang abgezeichnet und ist zu den anderen Regionen auch rübergeschwappt. Also der hat sich da super festgesetzt. Auch Tam Kench ist auf dem Patch noch gut, wird er, glaube ich, mit dem nächsten Patch genervt. Ja, sehr stark sogar. Ja, Sejuani ist immer noch so eine Alternative, die sehen wir auch häufig in der SEK. Ist halt trotzdem noch ein grundsolider Jungler, wurde auch ein bisschen angepasst, auf dem 8.14er glaube ich sogar, sind da 0,5 Sekunden runtergegangen vom Stun. Aber du hast halt trotzdem noch einiges an CC zur Verfügung und vor allem einen sicheren Tank im Jungle. Ja, CC vor allem jetzt noch mit Braum dazu, also das ist schon wieder eine super starke Teamfight, komm, du kannst jemanden catchen und er kann sich halt Jahre nicht bewegen, Varus Ult, Braum Ult, Braum Passive, Seju Ult und Passive, das ist so viel. Ja, bei Rocket auch eine sehr sichere, zuverlässige Botlane. Ne? Varus hätte zwar auch gut mit einem Tam Kench gespielt werden können, den hat Splice aber extra weggepickt. Also nicht nur, dass man selbst einen super sicheren Botlaner für sich hat, einen super sicheren Supporter, man hat auch Rocket diese starke Combo denied. Wir sehen noch einen Cannon-Bun. Cannon ist so das Matchup aktuell gegen Nah. Wisst ihr, woanders liegt aktuell, dass die beide wieder so häufig auf der Toplane zu sehen sind, obwohl sie es am Anfang nicht waren? Naja, Cannon an sich ist halt super gut gegen die Tanks, gerade weil er auch variabel ist in seinem Itembild. Also klar, ab einem bestimmten Punkt musst du dich entscheiden, auch in den Ruhen schon so ein Stück weit. Aber du kannst halt trotzdem entweder auf AD gehen, um halt dem Tank komplett die Hölle heiß zu machen, oder spielst halt AP und bist in einem Teamfight nachher ein komplettes Monster. Und das hat ihn halt super wieder in die Präsenz gerückt, zumal ja auch Mundo lange Zeit, der ist jetzt so ein bisschen rausgefallen, ist sehr, sehr stark war. Und da war Cannon eben nun mal die Nummer 1 Antwort in Korea. Beide im Split-Push natürlich absolut... Ja, wahrscheinlich sogar die stärksten Charaktere, da kann momentan kaum einer mithalten. Auch der Ryze-Ban und Ori-Ban, das sind so, es sind leichte Änderungen zu bemerken, aber man sieht halt noch so dieser Stamm der Pick und Buns, der bleibt der gleiche. Ori war ein super solider First oder Blind Pick vor allem, gerade Korea sehr beliebt. Ist halt auch ein guter Allrounder, ne? Ja. Und gerade in Teamfight-Kombos würde es wieder reinpassen, so wie der Cannon zum Beispiel auch reingepasst hätte hier bei Rocket. Die haben ja schon sehr viel CC-Catch-Potenzial auch über die Chain. Und vielleicht sehen wir doch eine Assassin in der Mitte, und zwar Ahri, die ja auch dieses Potenzial sehr, sehr gut besitzt, wurde auch über die letzten Patches immer wieder gebufft. Oder wir haben den Jhin. Ja, ADC-technisch wurde ja jetzt hier auch schon Ezreal rausgenommen. Wenn wir uns da so ein bisschen an Korea orientieren, wäre halt noch Ashe eine Möglichkeit. Aber EU funktioniert dann natürlich immer so ein Stück weit anders. Auch ein Jhin wird halt häufig noch gesehen. Aber ja, da ist der Ashe-Pick. Ist halt auch so ein bisschen die Standard-Botlane aktuell in Korea gewesen. Also entweder ist es ein Braum, Ashe, Ashe, Tam Kench, Tam Kench, Varus. Also es sind immer diese vier Champions auf der Botlane. Eine sichere Botlane, die halt nicht nur über einen guten Itembild verfügt mit dem Blade of the Ruined King, sondern auch über Utility fürs Team. Ne? Ja. Man hat die Ult, mit der man durchaus engagen kann, sich selbst so ein klein wenig beschützen kann, das was Ezreal normalerweise über den Blink hat.
Also einfach nur eine sichere Lane. Da versucht man eher Druck über die anderen auszuüben. Oh, und Azir, den sehen wir auch immer häufiger. Und dadurch, dass Ryze hier gebannt wurde von Rocket, hat sich das eigentlich schon angebahnt, weil das war ja dieses Standard-Matchup, was wir im letzten Split immer wieder hatten. Genau, vor allem im Spring-Split war halt Ryze-Azir so das Standard-Matchup schlechthin. Hier werden jetzt einige interessante Champions gehovert. Okay. Rammus. Der gute Rammus. Top-Lane wäre das durchaus interessant geworden gegen Nah. Aber Ornn ist da halt einfach der solidere Pick. Natürlich mit super viel Engage-Potenzial, Tankiness, CC ist halt alles vorhanden. Also ich sehe Rocket hier schon mal ziemlich gut, was den Teamfight angeht. Vor allem haben sie eine sehr runde Comp einfach auch. Ja. Jetzt die Frage, wie antwortet Splice? Wer sehen wird, das ist so ein bisschen der Kasing. Ja, Gedenkpick, aber der wird nicht durchkommen. Jawohl. Ich finde halt, man hat nicht diesen einen Carry für den Zillion. Normalerweise bringt die Ulti halt wirklich sehr viel, wenn du jemanden gut beschützen kannst. Genau, aber hier LeBlanc, das ist ein Champion, der am Anfang durchaus nach vorne kommen kann. Hier wieder Snowball-Potenzial auf jeden Fall gegeben. Gegen Azir kann das auch funktionieren. Wem würdet ihr hier beide das Spiel geben und warum vielleicht nach dieser Pick-Ban-Phase? Also ich sehe mich da eher bei Rocket, weil gerade wie Clarks das schon gesagt hat, sie haben insgesamt die rundere Comp und wenn sie im Early nicht allzu viele Probleme bekommen sollten, ist es bei ihnen der Faktor, dass sie im Teamfight halt echt eskalieren werden. Bei Splice sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass wenn LeBlanc es nicht nach vorne schafft oder vielleicht sogar zurückfällt, sie halt echt Probleme bekommen könnte. Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber die Sache, die ich gerade sehe, ist, man hat mit Niski jemanden, der eine super LeBlanc ist, er hat Teleport dabei, das heißt, er kann splitten, man kann Odo Amne splitten schicken, man hat mit Cobby eine Ashe, der halt auch echt gut ist, super kiten kann, er weiß, wer die Teamfights fighten muss, hat dazu noch einen Tahm Kench, der ihn extra beschützt, also ich sehe sogar tatsächlich leicht Splice vorne, aber ist halt ein Duell wirklich, anhand der Pick und Banks kannst du jetzt hier keinen klaren Favoriten ausmachen. Ich persönlich bin für die EU-Geheimwaffe, na Splice, ich finde LeBlanc ist ein super starker Champion, wenn sie natürlich nach vorne kommt. Das werden wir aber gleich sehen, ich gebe jetzt ab an die beiden wunderbaren Caster heute Abend, Clarks und Marvin, oder Pinny. Und wir sehen uns nachher in der nächsten Analyse wieder. Bis dahin, euer Bart. Ja, und jetzt übernehmen die Junior komplett. Die Alten von Summoners sind alle raus und die Neuen kommen. Ja. Wir haben es schon eben angesprochen, also es ist ein Duell wirklich... Du siehst ja Rocket ein bisschen vorn, ich wie gesagt ein bisschen Splice, aber es ist halt, wir können ein Spiel erwarten, das wirklich. Ja, es kommt ja auch darauf an, du hast gerade gesagt, Niski ist eine gute LeBlanc. Da bist du dann vielleicht auch ein bisschen bewanderter als ich, was die Spieler angeht, wenn du sagst, dass halt Niski sehr gut auf ihr performen kann. Er hat sie letztes Jahr in Nordamerika gern mal gespielt. Also er war auch einer der, oder auch im Springspiel hat er sie für Splice, glaube ich, mal ausgepackt. Mhm. Oder wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Also, er weiß auf jeden Fall, wie der Champion funktioniert, das ist logisch, aber. Jetzt hast du gerade nicht hingeguckt und das Beste verpasst. Das kommt vor, das ist so. Ich bin der Blitz, würde man jetzt sagen. Da war gerade eine sehr, sehr schöne Publikumskamera. Ja, und sehr schön gehen wir jetzt auch in dieses Spiel hier rein. Und was man als erstes direkt mal bemerken muss, ist, es sind schon wieder verdammt viele TPs dabei. Obwohl ja Riot diese eine Minute noch oben drauf gepackt hat. Und so ein bisschen davon ausging, ja, vielleicht sehen wir das nicht mehr überall. Das ist schwierig. Ja, wir sehen auch nochmal Rockets letzten Spiel. Also gegen HGK haben wir noch gewonnen und danach gab es 3 Niederlagen. Die Stimmung im Studio ist auch gut. Das sind auf jeden Fall die Rocket-Fanboys. Aber eine große Fanbasis wirklich, also sehr beliebt. Ist ja auch schon eines der älteren Teams. Ja. Ist jetzt Season 3 dabei, wenn mich nicht alles täuscht? Ja. Das kommt hin. Und damals noch mit Overpow, mit Jankos damals noch, mit Wender. Super gute Zeiten und direkt in die Pause. Da ist wohl wieder der Orianna-Ball verschwunden. Na, sie war ja gebannt. Das Gelächter im Studio ist groß. Ja, für was sieht so aus, als hätte man auf Seiten von Rocket hier ein kleines Problem. Mhm. Das ist... Das sollte aber, also ich denke, dass es recht schnell behoben wird. Es ist ja eher selten mal, dass so Pausen dann mehrere Minuten, Stunden andauern. Scheint irgendetwas bei seinen Skills nicht so richtig zu funktionieren oder zumindest mit seiner Tastatur, mit den Eingaben. Aber ist halt wichtig, dass sowas schnell genug erkannt wird. Sieht so aus, als wäre es sogar schon behoben. Ja, die Referees, die Techniker ist schon weg. Vielleicht ein kleiner Client-Neustart. Okay, anscheinend gab es ein Problem bei Profit auf Seiten von Rocket. Der kann anscheinend sein Trinket nicht nutzen. Vermutlich einfach nochmal neu ins Spiel connecten und versuchen, ob das Ganze denn
behoben ist. Ja, das ist ja dann noch ziemlich wichtig, weil gerade so ein frühes Trinket kann halt schon einiges an Informationen dir über den Jungler geben. Oh ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das natürlich ein Problem, was schnell behoben werden sollte. Das Blythe, für die ist natürlich, die haben sich eigentlich in den letzten Jahren immer gerade so noch für die Playoffs irgendwie noch qualifiziert. Aber die sind häufig sogar wirklich erst schwach in den Split gestartet, haben dann über den Split ihre Stärken gefunden. Dann zum Ende hin waren sie eins der besseren Teams und sieht dieses Jahr tatsächlich wieder so ähnlich aus. Bei den Rift Rivals, Bart hat es ja schon gesagt, seit den Rift Rivals geht es so ein bisschen bergauf. Ja, auch letztes Jahr waren sie ja bei den Worlds. Also da haben sie sich ja auch ziemlich gut zeigen können. Dann so kleine Schwächen gehabt. Jetzt haben wir gerade keinen Ton mehr, was aber vermutlich auch gleich behoben wird. Da wird wahrscheinlich im Studio direkt was ausgebessert. An die Fans. Sind natürlich auch alle gespannt. Die wollen auch alle, dass es losgeht. Und da ist er wieder. Können wir mal so ein bisschen über den LeBlanc-Pick sagen. Du hattest ja gesagt, dass Nisqy den in NA gezeigt hat und damit auch sehr gut umgehen kann. Das kommt natürlich hier auch aufs Matchup drauf an. Gegen Asia hat sie natürlich durchaus ihre Chancen, gerade weil Asia im Early noch sehr schwach ist. Er ist da auch noch nicht ganz so mobil. Ja. LeBlanc kann halt in Asia sehr gut auch outplayen einfach, ja, weil er seine Soldaten irgendwo hinschickt und sie geht dann einfach mit ihrem Jump an eine andere Stelle. Also das ist für sie kein Problem. Was auch kein Problem ist, ist die Pause. Und die ist vorbei. Wir gehen ins Spiel rein. Wir sehen keine großen Überraschungen hier beim Jungle Pathing. Und ja, Blanc kassiert direkt schon von LeBlanc, also die beiden extra Buchstaben machen es. Ja, ist hier halt wieder wichtig, dass sie halt beide die Corrupting Potion dabei haben. Ist einfach so ein Standard-Item mittlerweile in der Midlane geworden. Gegen LeBlanc spielst du auch gerne, oder? Gegen LeBlanc spiele ich, ja, richtig gerne. Gerade erst ein Solo-Queue-Game gehabt, schön 1-11 Terrat. Gehört auch dazu. Hatte ich jetzt nicht so große Chancen. Ah, ich denke mal, dass man hier bei Rocket gewappnet ist. Vor allem haben sie kein First-Time dabei. Hoffe ich zumindest. Ja, Blanc testet einfach mal Asia in der SCS. Einfach mal probieren. An sich, das ist natürlich eine Stärke von Asia. Er kann recht gut pushen. LeBlanc muss für den Push eben ihre Fähigkeiten, die sie zum Schaden austeilen, also ihre W muss sie da primär für einsetzen. Da war ja diese alte, neue LeBlanc wesentlich besser, weil sie ja mit ihrer Q noch einen etwas stärkeren Wave-Clear hatte. Da gebe ich dir recht. Xerxes mit der Krabbe, aber von Mento empfangen. So ein leichtes Streicheln. Ja, musst hier auch aufpassen. Also klar, er hat aktuell noch einen Buff mehr, weil da Xerxes seinen Red-Buff noch nicht gemacht hat, aber er war ein Level weiter unter. Das heißt, die Gefahr auch immer mit dem Pillar da geblockt zu werden. LeBlanc könnte dazukommen. Kobi, das hat bei Varus, bin ich gespannt, ob wir diese Lethality-Variante sehen oder die On-Hit. Ich persönlich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass diese Lethality-Variante jetzt wieder so stark wird, weil du dann wirklich, du kannst die ganze Zeit hinten stehen und pokest einfach nur mit der Q permanent. Klar, ist halt eine starke Variante, aber diese On-Hit-Variante fand ich dann doch schon, ja, es war schöner anzusehen, sage ich mal. Da gebe ich dir recht. Ich fand auch die Lethality-Meter damals mit den ganzen ADCs in der Mitte sehr, sehr anstrengend. Oh ja. Das war halt einfach nur gepoke. Dafür gibt es hier so ein paar Champions, aber wenn dann auf einmal jeder Champion Ezreal ist, dann frage ich mich doch schon, was da los ist. Ja, was ist denn da los? Nisqy eben auch mit seinem Teleport in die Mitte, also. Da erstmal jetzt muss er halt warten. Jetzt hat er Ewigkeiten kein Teleport. Deshalb verstehe. Also für diesen ersten TP ist okay, er verliert nichts in der Lane, dafür ist es gut, aber es ist halt so ein hoher Preis, den du dafür zahlst. Ja, wenn du bedenkst, es sind halt 6 Minuten jetzt mittlerweile. Früher waren es 5, das war auch schon relativ viel. Aber jetzt hat er hier bis zur 10. Minute kein TP mehr. Will natürlich sofort die Lane rauspushen, um dann hier auch in den gegnerischen Jungle sich so ein bisschen zu bewegen. Ja, um dann einen Ward zu platzieren. Eventuell Momento zu spotten, was ihm hier nicht ganz gelungen ist. Aber er hat zumindest die Sicht beim Gegner aufdecken können. Da war nämlich keiner. Ja, und für Kobe sieht es hier gerade nicht so gut aus. Der wird da ganz schön aus der Lane rausgepokt. Gerade gegen Braum und Varus zusammen ist halt schwierig. Ja.
Und zu bemerken ist noch, dass beide Supporter hier gerade, das merkt man häufig bei diesen defensiveren Beschützern, sage ich mal, als Support, diese Meat Shields, dass sie einfach sagen, okay, ich nehme noch dieses Zauberbuch mit, damit ich auch eben dazukommen kann über einen Teleport, so mit einer, weiß ich nicht, mit einer Lulu oder so wird es wahrscheinlich eher seltener machen, als mit einem Braum, mit einem Tam Kench. Aber du halt einfach als Tank viel, viel effektiver ja auch im Flank bist. So, als Lulu zu flanken ist immer so eine Sache, in drei Leute zu kommen und du hast nur ein CC so wirklich parat, ist schwierig. Auf dich selber ulten willst du ja auch nicht. Es geht dann mit einem Alistar oder einem Tam Kench, einem Braum deutlich einfacher. Gerade weil du halt bei dem Braum eine Ulti dabei hast. Kobi versucht sich noch zu wehren, kann auch Farmtechnik noch ganz gut mithalten. Also eigentlich ja im Early Game super starker AD Carry. Jetzt hier Niski mal. Blank muss seine Barriere nutzen. Oh, und Memento. Ja, wichtig, dass er hier über den Pillar flasht, ansonsten wäre das deutlich gefährlicher für ihn geworden. Aber ich finde es halt gerade ein bisschen krass, wie stark doch die Botlane von Splice da gerade verliert. Also das Matchup Tam, Kench und Ashe gegen Varus und Braum ist jetzt kein Matchup, was wir noch nie gesehen haben. Vor allem in der LCK, sie wissen halt ständig. Aber dort halt viel, viel defensiver. Also klar, Ashe hat so ihre Probleme, gerade aufgrund der Reichweite von Varus. Aber die verlassen hier den Turm ja fast gar nicht. Es ist gut, dass er noch farmen kann. Hier nochmal ein schöner Vergleich. Wir sehen im Spring, war es Splice einfach noch viel näher dran an den Gegnern nach 15 Minuten. So, und jetzt haben sie einfach fast 1000 Gold Rückstand bei 15. Das ist nicht, also, das hat der Durchschnitt. 1000 Gold sind eine Summe, die kannst du eigentlich noch gut ausmachen, aber trotzdem zeigt es schon einen kleinen Abwärtstrend. Das ist natürlich auch durch diesen Start in den Split geschuldet, da waren sie ja nicht so gut. Ja, vor allem, wenn es halt der Durchschnittswert ist. Das heißt ja, dass sie halt wirklich in vielen Spielen weiter unten sind. Und selbst wenn sie halt mal vorne sind, wird es halt nicht wirklich ausgeglichen. Hier geht man jetzt schon den Blue ab. Memento damit aber immer noch Level 5. Serkse da schon ein bisschen weiter. Auch farmtechnisch. Ja, das hat Xerxe ganz gut gemacht. Hat sich auch möglichst viel aus dem Gegner-Jungle mitgenommen. Damit Memento da einfach Probleme bekommt. Xerxe auch sowieso. Ich finde tatsächlich, das gibt ihm noch ein, zwei Jahre. Dann gehört er zu den Top-Jungler. Der ist halt schon einer der besseren Jungler. Aber dann ist er wirklich Top 3, Top 2 Jungler. Also der macht so eine gute Entwicklung durch. Wenn man bedenkt, wie er bei Unicorns of Love angefangen hat. Und sich jetzt halt immer weiterentwickelt. Wirklich ein starker Spieler. Da gebe ich dir natürlich recht. Allgemein, dass halt so viele Spieler dabei sind, bei denen wir die Entwicklungen jetzt erst sehen, sind halt auch viele neue dabei. Auf der anderen Seite natürlich immer wieder die alten Hasen, sowas wie Reckless werden wir ja heute auch wieder sehen. Ich freue mich da schon so drauf. So ein bisschen, weiß ich nicht. Sola hat ja auch getweetet, sein Leben macht wieder einen Sinn, man sieht endlich wieder den AD Carry. Aber es ist halt auch so, man ist ja halt auch Fan eben von den Spielern so ein bisschen und dann freut es einen eben, wenn man endlich mal wieder, gerade für viele Zuschauer wird es wahrscheinlich ein schöner Moment sein, wenn dann endlich wieder Reckless sich die Kills holt. Ja, man muss auch die Geschichte bedenken, also wie lange er ja schon bei dem Team ist. Ja. Und halt immer einer der ADCs, von dem sich dann der ein oder andere ADC gerne mal was abguckt oder abgucken würde. Oh. Wir sehen es schon, der LeBlanc scheint. Es ist halt eine simple Rotation, die sie hat. Und sie kann einfach schon sehr früh ohne viele Items mit einer gesamten Rotation, wenn sie alles trifft, natürlich, das ist Grundvoraussetzung, dann kann sie dem Gegner die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, an Leben abziehen. Ja, und für Blank halt immer wieder das Problem. Wenn dein Gegner sehr, sehr mobil ist, dann hast du halt, ja, du musst immer bedenken, wo du die Sandsoldaten halt platzierst. Einmal falsch positioniert, stehst du da alleine und mit normalen Attacks machst du halt nicht mehr viel gegen den LeBlanc. Ja, wir sehen Xerxes auf der Top-Lane. Ist eine recht große Wave, also man könnte eventuell was wagen, aber ja, Blank macht das ganz gut. Deckt die Position da, man kann da auf gar keinen Fall für einen Dive gehen, weil man gerade sogar in Unterzahl wäre. Ja, auch wichtig, dass Memento hier halt nochmal einen Ward hinstellt. Wir sehen schon Kobi. Also er kriegt die ganze Zeit die Braum-Qs hier, die, weiß nicht, was schießt der Braum-Skin? Ich weiß es nicht. Die ganze Zeit die Braum-Qs, Varus-Qs, kriegt er die ganze Zeit alles ins Gesicht und ist im Endeffekt, wenn du durch die Braum-Q geslowt bist, ist es sogar noch schwerer zu dodgen, weil du eben nicht wegkommst. Geschenke wirft er, so wie es gerade aussah. Ja, das ist aber ein Geschenk, das will er, glaube ich, nicht haben. Das glaube ich auch. Das ist so das Äquivalent zu Socken an Weihnachten. Und jetzt hier Blank. Also er muss aufpassen, Niski. Die Wall konnte die da gerade nochmal retten. Kam man dann auch nicht weiter hinterher, weil Niski halt auch seinen Engage raus hatte. Was sind halt so diese Kleinigkeiten? Das zwingt ihn jetzt auch wieder zurückzugehen.
Niski inzwischen immer wieder mit seinem Teleport, das heißt, da könnte man eventuell dann was wagen. Vor allem wichtig wird es in Teleport später, du kannst mit LeBlanc auch super gut Split pushen, weil du kannst nicht so leicht gecatcht werden, du bist super schnell, du hast sogar einen recht soliden Push, kommt auch das Itembild drauf an, wenn wir sowieso sehen, was sich Niski hier holt. Es gibt ja sogar Leute, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber eine Zeit lang hast du Ludens Echo, nicht Ludens Echo, sondern Fluch des Lichts, also Lichbane immer mit eingebaut. Aber ich glaube, das war mehr diese neue, also jetzt die alte LeBlanc, damals die neue LeBlanc, also... Ja, bevor sie halt reverted wurde. Ja. Das war halt mit diesem Q-Siegel noch. Aber wäre theoretisch eine Item-Variante. Wir sehen, jetzt geht er als erstes auf Ludens Echo, das ist halt Mana-Regeneration, noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, vor allem halt für diesen One-Shot. Wenn du halt auf ein isoliertes Ziel das triffst und der volle Proc halt nur ein Ziel trifft, ist der Schaden von dem Item echt enorm hoch. Problem natürlich für Splice aktuell so ein bisschen, dass die Botlane halt so hart verliert da unten. Also klar, farmtechnisch können sie sich noch halten, aber die Lane ist halt fast durchgehend an ihren Turm reingepusht. Sie haben also nie die Möglichkeit, irgendwie für einen Dragon zu gehen. Und auch sonst, ganken auf der Botlane ist halt schwierig, weil du nicht wirklich da was an Sicht erlangen kannst. Wir sehen es halt für Splice, die einzige Möglichkeit dazu boarden wäre halt ihr eigener Tribush. Dafür holt man sich jetzt hier den Herald. Das kommt halt daher, das hattest du ja auch vorhin schon angesprochen, dass Nah halt da einiges an Druck aufbauen kann. Ja, es sieht so aus, als würde Rocket das noch nicht so ganz wissen. Man hat auch keine Vision da im Herald. Eine gute Antwort wäre jetzt einfach der Drache. Das ist so ein Tausch, den man recht oft sieht, weil man weiß, okay, der Gegner macht gerade den Herald, dann holen wir uns einfach den Drachen. Der hilft einem langfristig und dieser Herald ist eben gut, um so diesen Push endlich mal zu öffnen. Wir sehen an den Turm, ist da schon ein bisschen Schaden verursacht worden, aber ist halt noch nicht... So, wenn der erste Turm gefallen ist, dann meistens so ein bisschen diese... Das ist wie so eine Domino-Reihe, die fallen dann alle nacheinander. Ja, das Problem halt auch so ein bisschen ist, dass halt Sejuani alleine jetzt nicht unbedingt den Drachen angehen möchte. Das ist nochmal ein anderes Verhältnis, als wenn es ein Trundle ist. Und hier unten sehen wir die Botlane, da ist jetzt schon der Turm weg, weil sie halt einfach dauerhaft reingepusht werden. Splice antwortet zwar, aber der erste Turm eben für Rocket. Die Ashe hat er nicht gut getroffen, die Chain sitzt aber. Sogar noch eine hinterher und das ist eben, du kommst auch nicht weg, wenn du LeBlanc einfach Chain, dann Ult-Chain nochmal rauf, das ist halt CC für Jahre. Ja. Also der Trade hier war zu verkraften einigermaßen, weil sie halt auch den Herald bekommen haben. Aber das ist halt wirklich eine Situation, die man sich so langsam anschauen muss. Also die Botlane wird komplett reingepusht. Varus ist jetzt vor allem mit der kompletten Freiheit. Er kann sich bewegen, wo er möchte. Sie können jetzt auch als Erster in den Lane-Swap gehen. Ja, und Ashe hier immer noch mit starken Problemen. Ashe wird halt später vor allem wichtig, um diese Picks zu landen. Da ist er quasi, dafür nimmst du diesen Arrow mit. Um einfach ein Ziel rausnehmen zu können, das festzuhalten. Du hast auch genügend Folge-CC, also du kannst mit dem Trundle, mit dem Pillar noch ran, du kannst theoretisch LeBlanc nutzen und auch Tahm Kench. Ah, hier sehen wir es jetzt auch gleich. Rocket da konsequent mit dem Lane-Swap. Wollen sich jetzt hier auch noch den Top-Lane-Turm nehmen und ja, Odoamne kann da eigentlich nur zuschauen. Xerx auch nicht zur Stelle aktuell. Jetzt will man natürlich mit dem Herald den Midlane-Turm bekommen. Gerade weil halt vier Leute von Rocket da oben sind, werden sie den nicht verteidigen können. Ja, wobei sie rotieren jetzt schon runter. Also es ist gut reagiert, weil sie wissen, HQ kann den Turm da alleine nehmen. Das ist kein Problem, der fällt jetzt. Und der Turm wird vermutlich auch down gehen, aber die Rotation ist wichtig. Einfach weil sonst Splice hätte sagen können, okay, wir gehen für einen Drachen oder wir gehen eben für einen Dive oder pushen sogar noch weiter. Sie konnten sogar den Turm verteidigen. Ja, das ist super bitter für Splice. Man sagt ja mal, einen Turm sollst du bekommen mit dem Herald. Ja. Und dafür kriegen sie wenigstens die Botlane. Also man gleicht sich gerade so ein bisschen aus, aber Rocket immer mit dem ersten Schritt und Splice zieht nach. Also das Tempo gibt momentan die blaue Seite vor. Ja, goldtechnisch natürlich, Splice da noch vorne. Geht halt auch so ein bisschen über den Farmlead von Odoamne. Dadurch, dass er halt einfach der aggressivere Part in der Lane sein konnte, konnte er sich da auch im Farmlead erspielen. Turmtechnisch auch ausgeglichen, aber man hätte halt echt gerne diesen Midlane-Turm gehabt. Eben mit den Herald. Und Niski bekommt hier einiges an Schaden von HQ. Vor allem das ist der Lethality Varus. Ja, das ist der Lethality Varus. Was halt noch bitterer ist, wenn du deine W aktivierst, dann hast du diesen Bonusschaden anhand von fehlendem Leben. Und im Endeffekt sind eine LeBlanc und eine Ashe, die kannst, da ziehst du halbes Leben irgendwann ab. Ja. Also, da muss man aufpassen. Drache jetzt auch an Splice. Da muss man sich jetzt für loben. Der ist wichtig, der tut gut. Der nächste wird dann Wasserdrache. Nicht der beste, aber auch den nehmen sie gerne. Wir haben wieder eine kleine Pause. Vielleicht wäre es Trinket. Es ist auch gerade eine interessante Soundkulisse gewesen. Es klang so, als hätte einer mit so seinen Luftschläuchen da, wie heißt wie die Dinger, diese Klatsch.
Genau. Klatschpappen. Ja, Klatschpappen oder so. Keine Ahnung, so klang das halt gerade. Ja, Splice, haben jetzt so einen Drachen bekommen, ansonsten wirken sie so ein bisschen ja, schläfrig fast schon, weil sie wirklich immer darauf warten, dass Rocket was macht. Klar, beide Teams sehr defensiv bisher, haben sich da eher bedeckt gehalten, wollten nicht zu viel riskieren. Das erinnert gerade tatsächlich so ein bisschen an die LCK. Die machen uns den Übergang leichter. Ja, das stimmt. Allerdings muss man da halt sagen, die Botlane erinnert nicht so wirklich an die LCK. Also dass halt das Matchup da so deutlich verloren wurde. Ja. Ja, für die Soundprobleme, das kommt über den Klink. Ich hatte mich schon gerade gewundert, warum das so... Also es war nicht nur wegen diesem Klatschpappengeräusch, sondern der Ton insgesamt ist halt... Ja. Das liegt am Clean Feed, das wird vermutlich im Laufe des Streams behoben. Ja, denke ich auch. Also spätestens, wenn wir wieder in-game sind. Ja, die Spieler müssen warten. Man hört halt immer nur die Hälfte von dem. Okay, wir warten derzeit noch auf Pink die... Pink Spikes. Ja, Pink Spikes, das ist natürlich, gerade wenn du auf so diesen Tournament-Servern spielst, hast du ja kein Ping quasi, der ist bei 0 oder 1. Und wenn du dann eben auf einmal auf 60 oder 70 hochschießt, dann denkst du ja, oh, was soll denn das? Bin ich jetzt auch immer wieder zu Hause am eigenen PC. Deshalb muss man natürlich der Fairness halber darauf achten, dass alle hier mit den gleichen Voraussetzungen reingehen. Ja, vor allem denn der Unterschied von 1 MS oder 60 ist halt enorm. Ja. Vor allem, wenn du es nicht gewohnt bist, die ganze Zeit passiert alles sofort. Und auf einmal hast du eben diesen kleinen Delay da drin. Hier Xerxes zu sehen. Hat mit dem Drachen gerade immerhin schon seinem Team ein bisschen geholfen. Auch den Herald hat er geholt. Also im Jungle, muss man sagen, wirkte er ein bisschen wacher oder wirkte ein bisschen schneller. Aber auf den Lanes eben Splice noch mit Problemen. Selbst Niski, der eigentlich mit LeBlanc einen guten Pick hat, konnte zwar gut traden, aber er hat weniger Farm, er hat diesen Turm nicht bekommen, er konnte Azir nicht genügend klein halten. Und das ist eben das Problem, wenn Azir 2,5 Items hat, dann macht er dein Team halt kaputt und da muss man jetzt aufpassen auf Seiten von Splice. Rührt halt auch so ein bisschen daher, dass er halt am Anfang echt unglücklich schon halt den Teleport einsetzen musste. Also da in der vierten Minute schon das TP zu zünden, einfach nur weil du den Trade verloren hast gegen Azir, ist halt schon unglücklich für dich. Ja. Und wir gehen zurück ins Game. Also wieder. Rocket nimmt sich hier gleich noch den Midlane-Turm mit. Damit alle Tier 1-Türme für sie. Und das öffnet halt die Karte für sie und verändert vor allem die Ward-Linie. Da müssten sie jetzt gut drum spielen. Das ist auch immer so, denn Supporter und Jungler bilden dann meist dieses Duo, sorgen eben für Vision, gehen tiefer in den Gegner-Jungle rein, um auch dem gegnerischen Jungler was zu denyen. Also Xerxes, den wir gerade noch gelobt haben, der wird jetzt vor Probleme gestellt. Ja, weil er sich auch einfach gar nicht mehr so weit nach vorne wagen kann. Auf der anderen Seite muss Rocket eben aufpassen, weil sie jetzt wahrscheinlich sagen, okay, wir gehen jetzt mal in den Gegner-Jungle, nicht, dass eine Ash-Ult kommt und sie dann doch mal gecatcht werden, weil das Catch-Potenzial ist groß auf Seiten von Splice. Mit Tam Kench-Ult, mit einem Pillar von Trundle, also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, auch eine LeBlanc kann da super schnell dazukommen. Hier klatscht man für den Ward. Ja, das ist immer so. Ein Erfolg für Splice. Ja. Wenn in den Games nicht so viele Kills fallen, wenn es alles eher ruhiger ist, dann neigt man häufig mal dazu, alles zu bejubeln. Das ist immer sehr lustig mit anzusehen. Ja, das stimmt. Gerade killtechnisch ist das hier so ein bisschen LCK-Ebene. 0-0 in der 15. Minute. Echt geil, was das killärmste Game in der EU-LCS war diese Saison. Das Ding ist, normalerweise in der fallen da halt wirklich echt viele Kills. Ja, zumal die EU ja, wo die LCK sich schon so langsam ein bisschen beruhigt hatte, ja immer noch extrem sehr schnelle Spieler einfach dabei hatte. Ja, und jetzt der Catch-Versuch. Aber das ist halt, du triffst nur Norsgerin, der kann seine Läuterung dann nutzen und kommt dadurch raus. Und das ist halt, der Varus hat 1,5 Items und zieht LeBlanc schon Viertel bis dritte Leben ab mit einer Q. Ja, vor allem er hatte halt auch Niski wieder nur die Combo auf Norsgerin gelandet. Und der denkt sich halt, ja, Schaden bekomme ich jetzt eher nicht so. Das macht man gut. Man pusht die Mitte, rotiert dann Richtung Botlane, weil Blank da schon aufgebaut hat. Also, Rocket wirkt hier gerade wirklich sehr solide. Ja. Die wissen doch, worum es geht natürlich. Ich denke mal, die werden auch so ein bisschen die Statistiken im Hinterkopf haben. Wenn sie heute gewinnen, sind sie noch gut mit dabei. Wenn sie verlieren, Bart hat es vorhin schon angesprochen, sind die Chancen noch bei so 5%. Und das ist... Klar, möglich ist es, aber... Also möchte ich den Sieg hier schon haben. Es gab tatsächlich so in der Vergangenheit seltener diese Überraschungs-Last-Minute-Playoff-Teilnahmen, wenn man das so nennen will. Also, oh, jetzt sieht einfach so schön, dass Streamer Shuffle. Kobi kommt nochmal in die Wand davon. Kazing wird hier abgeholt. Das ist das First Blood. Und auch Kobi jetzt. Der wird hier gecatcht. Und das ist der zweite Kill für Rocket. Und so kann es gehen. Und damit verlieren sie halt jetzt auch noch den Mid-Tier-2-Turm.
Niski kann dann nur noch zuschauen, kann dann nicht mehr wirklich viel machen. Waveclear hat er jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. So kann ihn nicht ausspielen, weil einfach er müsste in die Gegner reinspringen. Und ja. Das erwarte ich jetzt von ihm nicht, hier sehen wir es nochmal. War eine gute Kombo, klar. Kasing versucht ihn dann noch irgendwie zu retten und vor Damage zu schützen, aber das seit der Flash nicht reicht. Wegen einer sehr, sehr schönen Sejuani-Ult, muss man ja dazu auch sagen. Das war stark gespielt. Also Memento auch aufmerksam. Und die zwei Kills tun ihm gut, ja, vor allem weil er sie jetzt einbekommen hat. Und das hat so ein bisschen das Problem von Tom Kench. Du hast gerade schon gesagt, er wollte ihn retten, aber im Endeffekt zieht er ihn dann noch mit rein. Klar, er wäre vom Schema Shuffle sowieso getroffen worden, aber... Ja, also die Idee war halt gut, auch weil er wusste, Cobble kann dann auch noch flashen, aber die Sejuani Ultimate saß halt einfach. Und dann kannst du halt nichts mehr machen. Und das ist das, was ich so ein bisschen befürchtet hatte auf Seiten der LeBlanc. Dass sie halt, wenn sie nicht nach vorne kommt und hier auch noch ihre Türme verliert, ohne dass sie halt selber stark die Lane verloren hat. Also sie ist ja nicht gestorben hier. Und auch farmtechnisch sieht es ja noch in Ordnung für sie aus. Aber wenn du halt in der 20. Minute schon deinen Tier 1 und Tier 2 Turm verlierst, weil du insgesamt nicht viel Pressure aufbauen konntest, hast du hier ein Problem, die LeBlanc auszuspielen. Ich hatte ja auch so meinen Tipp Richtung Spice, war ja einfach von der LeBlanc so ein bisschen abhängig. Einfach, ja. Weil wenn es gut läuft, du hast gerade schon gesagt, wenn sie diese Führung hat, dann kannst so gut mit ihr splitten, hast dieses 1-3-1, das kannst du allgemein mit Tam Kench kannst du sowas super gut spielen, mit Trundle. Aber sie sind jetzt eben, sie fallen zurück, sie haben selbst nur zwei Türme bekommen. Auch killtechnisch sind sie hinten. Goldvorsprung ist noch nicht so groß, aber das wird schwierig jetzt hier für Splice. Ja, vor allem, was wir halt jetzt auch sehen, das ist halt etwas, was ich in der LCK immer wieder anspreche, wenn du diesen Mid-Turm nicht bekommst, vor allem mit dem Herald oder halt insgesamt früh, dann können die Gegner den halt einfach konstant wirklich 20, 30 Minuten noch oben drauf verteidigen. Weil du hast ab dem Zeitpunkt, wo halt die Landing-Phase so ein bisschen aufgehört hat, eh immer mindestens 2 bis 3 Leute in der Mitte und dass du halt da den Turm bekommst, ist halt so unwahrscheinlich. Ja. Also davon hängt sie halt auch ab, dass sie mit dem Herald eben nicht diesen Turm bekommen haben. Das halt auch einfach nicht zu viel riskieren auf Seiten von Splice. Ja. Lieber auf Nummer sicher gehen und versuchen, irgendwo mal einen Catch zu landen. Er ist jetzt wirklich gezwungen, für diesen Turm zu gehen. Und wir sehen schon, Rocket macht einfach weiter Druck. Und das machen sie halt gut. Sie können auch durch den Jungle durchrotieren, nehmen so viele Camps mit, wie sie können. Dadurch kriegt Xerxes weniger. Er hat zwar noch einen Farmvorsprung, liegt aber auch daran, dass er sich auf den Lanes mal gerne bedient. Aber insgesamt fällt man eben zurück. Wir sehen schon, auch der Turm fällt jetzt. Jetzt sind wir sogar den Fight hier wagen. Die Varus-Ult hat gesessen. Trundle wird hier nochmal festgehalten. Das könnte das Ende für Xerxes sein. Mit dem Flash nochmal davon. Die Ornn-Ult jetzt aber durch. Kobi wird hochgeworfen. Xerxes hier in der Stopwatch. Die Seju-Ult oder die Seju-Passive geht durch. Und Hikyu kriegt den Kill. Also stark gespielt. Ja. Hat wieder super gut belagert. Den Turm auch noch mitgenommen. Den Tier 2 Botlane-Turm. Ja, und anschließend sogar noch einen Kill rausgeholt. Die spielen es halt auch super kontrolliert. Sie lassen halt nichts anbrennen. Sie gehen auch keine zu großen Risikos an. Sie sehen, der Bot-Team ist low, den nimmt man mit. Anschließend halt noch das, was man so bekommen konnte aus dem Teamfight. Ja, und hier auch noch den Drachen. Hier nochmal zu sehen. Also sie nehmen den, dass sie den Turm nehmen können, das waren sie super solide. Und dann merken sie, oh, okay, wir können ja fighten. Der Turm ist nicht mehr da. Ja, Xerxes unterschätzt da ein bisschen die Varus-Ult auch, wird da von dieser zweiten Instanz nochmal festgehalten. Man hat halt auch darauf gewartet, dass Kasing jetzt einfach den anderen frisst, der von der Sejuani Ultimate getroffen wurde. Danach ist Xerxes hier halt ein einfaches Ziel. Das ist ein Rocket wirklich mit einer überzeugenden Leistung. Jetzt sehen wir nur den Schaden aus dem letzten Fight, ja. Ja, gut. Niski halt war jetzt nicht dabei, der hat auf der Toplane gesplitpusht, obwohl er nichts bekommen hat. Das ist doch schwierig jetzt eben für ihn. Im Teamfight ist er gerade eben nicht so... Ja. Macht halt nicht so viel Schaden oder kann da nichts bewirken, weil die Ziele, die er angehen will, sind Blanc und Hikyu und die stehen halt mittendrin. Und als LeBlanc kommst du da einfach nicht ran. Ja, vor allen Dingen hat sich Blanc hier auch schon für ein defensives Item entschieden. Also nicht nur die Schuhe, die er dabei hat mit den Mercs, sondern auch noch das Magi's. Nee, nicht das Magi's, das Banshees. Banshees, danke. Schleier der Todesfee. Ja, Schleier der Todesfee, genau, um hier mal ein paar mehr deutsche Begriffe zu benutzen. Der ist halt auch schon super stark jetzt. Dem machst du nicht mehr so viel Schaden. Vor allem kann er damit auch nochmal diesen CC abwehren mit diesem Spell Shield. Ah, wir sehen gerade Niski, er versucht halt den Catch, aber ist halt gegen Memento und Nosgerin. Das sind halt zwei Tanks, das schaffst du sowieso nicht. Jetzt vielleicht aber übernahmen mal. Memento wird da von 4 Leuten angegangen, steht da mittendrin. Das ist der Kill für Splice. Auch Hikyu jetzt in Gefahr, flasht nochmal den Arrow, wichtiger davon zu Flash kommen. Ansonsten wäre es das für ihn gewesen. Gut reagiert.
Ja, das war mal so ein Catch, wie sie ihn landen können eben. Das hatten wir auch schon angesprochen. Das ist halt mit Tom Kench super einfach. Theoretisch die Ashwood, die hat jetzt nicht getroffen, klar. Aber auch die ist ein Druckfaktor einfach, weil Hiku nochmal flashen musste. Ja, Flash gegen Ash Ultimate, das ist immer ein super guter Trade. Na, vielleicht hätten sie ja einfach beide in den Baron Pit reingehen sollen. Man sieht es ja, Memento splittet sich vom Team. Da kann auch die Varus Ultimate ihm nicht mehr wirklich helfen. Und ja, wir sehen da halt nicht viel, außer dass ein Memento alleine ist gegen vier Gegner. Und sie dann natürlich ein leichtes haben, ihn rauszunehmen. Was ein bisschen bitter war, ist, dass Odo Amner da gerade geflasht ist. Ich glaube, er dachte, er kriegt noch seine Mega-Nah-Ult raus, aber da wurde er genau in dem Moment klein. Also der hätte sich sparen können. Sie haben insgesamt sehr viel benutzt, muss man sagen. Na, beide Summoner-Spells, man hat bei Ash den Arrow-Gut, den bekommt man wieder, aber muss immer gucken, ist die Investition das auch wert? Jetzt gerade würde ich sogar noch sagen, ja, einfach weil sie irgendwie zurückkommen müssen. Ja, zumal sich das Itembild bei Ash ja auch verändert hat. Früher war es ja auch oft, dass du da den, das Item, was dir Cooldown Reduction gibt, das AD-Item, Sense Reaver. Dankeschön, Bart. Das haben wir ja früher häufig gesehen auf Ash. Ja, aber seit der Änderung finde ich nicht mehr so gut, weil du einfach für diese Passive deine Ult benutzen musst. Genau. Jetzt erstmal sehen wir hier, Odo Am, eine schöne Ult. Zwei Leute in die Wand, drei Leute gestunt im Endeffekt. TQ super low, kommt er davon. Der überlebt sogar erstmal noch. Der erste Kill geht an Rocket, jetzt Memento gefallen. Aber wir sehen auch, Niski ist super low. Das bleibt ein 1-1. Der Arrow jetzt hier auf Blank, der muss auch nochmal aufpassen. Pillar sitzt auch nochmal. Kobi wird reingeworfen, aber sofort gefressen von Kazing. Jetzt gutes Neupositionierung von Kobe. Und er kann das Ganze dann eben noch gut. Kai Tan ist super low. Kommt jetzt davon mit der kürzesten Tam Kenshut der Welt. Und Profit wird auch noch abgeholt. Und Splice kämpft sich hier zurück. Das war super bitter für Rocket. Ja. Anders kann man das hier wirklich nicht nennen. Vor allem wie low Kobe war und das einfach noch überlebt hat. Ja, TP wird hier auch nochmal abgebrochen von EQ. Und wir sehen jetzt, Blyce, die fangen jetzt den Baron an und den werden die auch kriegen. Ja, also der Schaden reicht aus. Niski kommt jetzt auch noch dazu. Wer will sie davon abhalten? Wir brauchen hier doch schon länger, als wir jetzt dachten, aber ja. EQ sollte hier lieber aufpassen, dass er nicht auch noch stirbt. Ja, versucht natürlich durch diesen Pope nochmal was zu klauen, aber da war keine Chance da und das, jetzt sehen wir das Ganze mal. Achtet bitte zum Ende des Replays auf Tom Kench und auf Kobe vor allem, wie low der da wegkommt. Ja, vor allem, wie gut halt ja auch diese Stopwatch da war. Ja. Dadurch konnte sich die Ulti nicht weiter verteilen, dann halt eine richtig gute Ulti-Nummer von Rom, aber es hat halt nicht gereicht. Ja. Ich sag, Odo Amner hat sehr viel gemacht in dem Fight, ja. Also durch seinen 3-Mann-CC da. Und er hat Blankness oder Blank lässt sich hier catchen. Das war super. Vor allem, die Idee war halt, dass man Ash nochmal reinwirft ins Team. Ja. Aber da ist halt einfach wieder Tom Kench. Jetzt, er ultet und Ash springt rein. Das war eine halbe Autotech von jedem. Und er ultet einfach für 3 Meter. Ja. Das war die schönste Tom Kench-Ulte, die ich je gesehen habe. Vor allem halt auch einfach diese Mechanik genutzt, dass er das wenig mehr hatte. Aber du kannst halt mit der Ulti fast genau das gleiche machen. Ja. Aber der Teamfight, muss man noch sagen, wäre mit dem Tom Kenschnöff deutlich anders ausgegangen. Also Tom Kench hat hier wirklich zweimal gefressen, zweimal super gut jemanden gerettet und dann nochmal mit der Ultimate. Ich bin gespannt, ob sie Tom Kench auf dem nächsten Patch trotzdem noch spielen. Oder ob sie sagen, okay, jetzt ist er wirklich... Also ich finde, eine Verdopplung der Abklingzeit ist echt hart. Ja, wobei es halt nur im Early Game. Später ist er dann wieder auf dem ähnlichen Wert. Ich glaube sogar genau auf dem gleichen, das ist nur im Early hochgegangen. Aber wir werden es sehen, das ist Zukunftsmusik. Erstmal Frage ziehen das ist halt, Game. Wie hart du dann noch die Lane verlierst, ne? Das musst du bedenken. Also 24 Sekunden ist er, glaube ich, auf Level 1 dann. Das wird wehtun. Ja. Für Splice jetzt eben endlich dieser dritte T1-Turm, der gefallen ist, dieser Midlane-Turm, der mit, nach dem Herald noch so wenig Leben hatte und so wenig Leben überlebt hat. Und wir sehen auch, Odo Amne kann jetzt endlich in diesen Split-Push gehen, auch Niski ist da auf einem guten Weg auf der Top-Lane. Und das ist jetzt eben das 1-3-1, was Splice die ganze Zeit spielen wollte. Vor allem itembildtechnisch sieht man es halt jetzt bei Odo Amne. Er kann sich halt viel, viel besser jetzt auch durchsetzen auf der Lane. Kann deutlich schneller Split pushen. Ja, und Niski hier mittlerweile auch mit seinem Double Magic Pen. Muss natürlich weiterhin aufpassen, gerade gegen Blank. Ja. Vor allem, also wie gesagt, ich habe schon angesprochen, Blank ist ein Charakter, der sehr gut splitten kann, weil du ihn nicht so leicht oder sie nicht so leicht catchen kannst, aber. Im Endeffekt, wenn das ganze Team rotiert auf Seiten von Rocket und sie dann bekommen, irgendwann kannst du eben nicht mehr wegspringen. Ja. Also das Gute ist halt, dass du halt immer noch Kobbe
Da hast du so Ash Ultimate. Die könnte dann nochmal im entscheidenden Moment helfen. Und hier versucht man jetzt sogar zu Tower-Diven. Will da Druck aufbauen, um sich den Turm zu nehmen. Reicht natürlich nicht. Oh, wenn der Arrow trifft. Dann gehen die Lichter aus zu Blank. Ja, auch die Chain saß wieder nicht. Ja, das macht Rocket sogar noch ganz gut. Also sie haben jetzt durch die Baron nur zwei Türme verloren. Das ist vollkommen in Ordnung. Vor allem der eine davon war ein T1 und der ja, theoretisch... Der nicht mal mehr 100 HP hatte. Das war nicht das stärkste Baron Powerplay. Ich meine, sie haben noch 20 Sekunden. Vielleicht fällt hier noch der ein oder andere Turm. Aber insgesamt haben sie sich gut gehalten. Ja, man konnte da wirklich Schadensminimierung betreiben auf Seiten von Rocket. Ja. Aber wir sehen noch bei Hiku jetzt. Er hat alle drei oder diese drei Aushänge-Lethality-Items. Ja, noch mit seinem Schild, seinem Spell-Shield. Ah, wie heißt, ich weiß gar nicht, Edge of the Night? Ja. Edge of the Night ist das Item. Damit sollte er auf jeden Fall gerade gegen Corby, gegen Niski, sollte er sehr viel Schaden austeilen. Auch der Drache wäre zur Verfügung. Theoretisch kannst du das Schild ja auch procken, wenn du die Ash Ultimate früh genug siehst. Ja. Item hat natürlich schon eine lange Aktivierungszeit, also braucht schon einiges, aber die Ash Ultimate fliegt halt eben auch über eine gewisse Distanz. Ja, also wenn er es gut timet, dafür kann er es auf jeden Fall nutzen. Ich denke, man hat es hauptsächlich einfach wegen dieser Rüstungsdurchdringung oder wegen Lethality einfach genommen, weil man sagen kann, hey, ich gehe da mit meinen Pfeilen oder mit meinen, mit den Pfeilen durch die Gegner durch wie durch warme Butter, also. Ja, aber auch bevor du in den Teamfight reingehst, das verringert halt das Zeitfenster für Niski, indem er dich angreifen kann, weil die erste Chain halt zum Beispiel schon geblockt wird. Ah, wir sehen Splice jetzt am Drachen. Das sollte auch keine große Gefahr. Wir sehen, also Rocket ist gar nicht in der Nähe, die versuchen es gar nicht erst. Nee. Und das ist tatsächlich, auch wenn es immer so ein bisschen als der schwächste Drache gewertet wird, für einen Ash ein extrem guter Drache. Allgemein für Rotation. Splice jetzt sowieso für einen Split-Push. Ja, sie kommt schneller weg. Der Clean-Feed hier gerade mit einem kleinen Problem. Ja. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass das durch Unwetter oder sowas ist. Dass wir jetzt hier Internetprobleme haben. Nee. Das sollte gleich behoben sein. Ich denke mal, da wird's. Das sollte keine Probleme machen. Also wir sollten da gleich wieder drin sein, also ihr verpasst da nicht allzu viel. Ja, das sieht man bei uns. Jetzt sehen wir auch dich heute mal. Ja, aber jetzt sieht man mein zerknittertes Hemd. Ach, muss ich das ist nicht schlimm, ziehen? Ich bügele meins auch nicht, deshalb fällt. Ja, aber bei dir sieht man sie, es ist schwarz. Ja, gut. Ich habe ja immer die Mechanik, dass ich halt einfach den hier mache. Dann sieht man das sowieso nicht mehr. Aber da war ich jetzt nicht vorbereitet drauf. Das ist bitter, der Clean Feed treut dich hier. Der treut uns gerade ein bisschen, aber es sollte gleich wieder behoben sein. Ja, wir gucken mal ganz kurz. Ja. Ah, es geht sogar wieder. Also, Neuland hat geholfen. Dann gehen wir natürlich direkt wieder rein. Ab wieder rein. Ja. Und es ist nichts passiert in der Zeit. Also, ihr habt nichts verpasst. Das kein Kill, kein Catch. Das ist nicht das Richtige. Da nicht? Hier. Ah, ja. Jetzt, ja. Alles gut. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, das Letzte, was passiert, oder das Letzte Nennenswerte, war quasi dieser Drache, den man sich geholt hatte. Und danach ist man sowieso in die Base gegangen, hat sich kurz neu formiert. Also ihr habt nichts verpasst. 30 Minuten jetzt im Spiel. Aber Splice hat sich wieder rangekämpft. Goldtechnisch sind sie sogar vorne inzwischen. 2.500. Ja, auch farmtechnisch, die ADC ist halt immer noch gleich auf. Und itembildtechnisch muss man natürlich sagen, LeFelix ist super gut im Early und im Mid. Aber irgendwann gegen diesen Full-Crit-Build fällst du halt ab. Gerade gegen Ashe. Ja, und man sieht halt schon eben, normalerweise hast du auf Ashe nicht so schnell Klinge oder Endlichkeit mitgenommen oder eben das nicht ausgebaut. Oder jetzt auf dem 8.15er. Es ist alles billiger geworden. Ja. Vor allem hat es einen angenehmeren Itembild. Vorher auf 8.14 war es ja noch zweimal das Riesenschwert und dann wird es Klinge oder Endlichkeit. Jetzt hast du wenigstens noch diese Pickaxe mit drin. Ja, vor allem 200 Gold runter, auch bei dem Hunans nochmal 100 Gold runter, ist halt schon einiges. Das darf man nicht unterschätzen. Ich denke, es wird noch nicht reichen, um wieder diese AD-Carry-Vorherrschaft hier zu verursachen, aber es ist ist der Weg dahin. Also wir sehen halt zumindest noch AD-Carries und sie sind halt eine Option. Wir können es hier halt ganz klar sagen. Wir haben einerseits Lethality Varus, der ist halt gut im Mid und Early und auf der anderen Seite aber Ashe, die im Late-Game unglaublich gut scaled. Und das ist ja auch so ein bisschen die Rolle, wo wir die ADCs sehen wollen. Ja. So. Im Late-Game sollen sie ja super stark sein. Das ist ja deren Aufgabe, die Tanks auseinanderzunehmen. Oh, und Rocket will jetzt hier den Baron auseinandernehmen. Wir sehen, Splice ist halt recht weit weg. Niski geht sogar in die Basis, hat zwar seinen Teleport, aber er fällt sogar recht schnell. Ein Azir für so einen Baron ja gar nicht mal so schlecht.
und zieht sich jetzt aber zurück, weil Odo Amne dazukommen mit dem Teleport. Das ist aber in Ordnung, wobei er bricht sogar ab. Aber das ist in Ordnung, du startest eben den Baron oder machst ja diesen Baron-Tanz, um Summoner Spells von den Gegnern zu bekommen. Hatte ich jetzt aktuell noch nichts gekostet. Die Frage ist halt, wie weit Odo Amne da unten auf der Botlane kommt. Ja, ein bisschen Schaden zieht sich selber zurück. Wave ist natürlich noch da. Aber ja, dafür hast du immer ein aber TP bekommen. Was jetzt stark ist, Blyze fängt jetzt selbst an, weil sie sehen, Rocket muss sich zurückziehen, weil die Lanes reingepusht sind. Ja, wobei, sie fangen gar nicht. Sie trauen sich nicht. Die hätten sie mal machen können. Also wir sehen Rocket. Ist halt auch immer so ein Thema. Wenn du halt die Sicht um den gesamten Baron herum hast, ist halt die Chance vor einem 50-50-Smite deutlich geringer. Weil man auch sagen muss, Xerxe ist halt 2 Level über Memento. Ja. Hat da sowieso einen kleinen Vorteil. Hinausgerannt. Dieser Braumskin, das hat so nice. Weil so ein bisschen mehr Tempo hat, wie er aus dem Schlitten sitzt und durch die Lane fliegt. Und jetzt Rocket. Vielleicht mit dem Catch. Sejuani natürlich auch mit einer guten Eröffnung über die Ult. Aber wir sehen schon, Splice kann das Ganze gut zurückhalten. Und wir haben den jetzt in der Mega-Nachform. Macht sich jetzt natürlich aktuell kein Teamfight an. Ja, hier sehen wir den Goldunterschied. Rocket war halt ein ganzes Stückchen vorne, dann war dieser eine Teamfight und dann sind die so weit abgefallen. Natürlich auch dann durch den Baron. Da ist natürlich noch nichts verloren. Aber eben, dieses 1-3-1, wir sehen es in fast allen Regionen, ist halt eine super starke Variante momentan. Und deshalb Splice jetzt gerade natürlich in einer guten Position. Rocket wieder am Baron, aber sie ziehen sich sofort zurück. Ja, sie wollen es halt auch nicht riskieren. Also gerade so eine Nah-Ultimate in den Pit rein kann dir so wehtun. Die Zeit reicht für Kobbe, um da so viel Schaden anzurichten, dass du den Teamfight einfach sofort verlierst. Und das wissen sie halt auch. Gerade Hikyu ist halt jetzt nicht unbedingt mehr derjenige, der mit den Autotex so viel Schaden anrichtet, zumindest ist nicht im Vergleich zu Kobbe, sondern er will Poe. Und da ist so ein Baron-Szenario immer ein Problem für dich. Wir sehen schon, der Turm auf der Botlane hat echt nicht mehr viel Leben. Und jetzt der Catch-Versuch auf Norskeren. Hier die Chain geht auch durch, aber ist halt ein Tank. Deshalb will man noch nicht zu viel investieren. Jetzt die Ohren. Und der Shurima-Shuffle war richtig stark. Hier gegen 4 Leute. Aber man merkt schon, das ist super viel Schaden, dass der erste Kill jetzt für Splice Trundle bekommt. Den auch Prophet hier muss davon flashen. Der Pillar auch nochmal hinterher. Xerxe teilt aus. Der ist die Frontline. Aber man kommt aus Seiten von Splice eben nicht nah genug ran. Aber trotzdem einen Kill bekommen. Jetzt vielleicht die Rotation zum Baron. Ja, man sieht sie halt auch wieder. Kobbe konnte die ganze Zeit nicht angegangen werden und sein Schaden reicht halt aus. Xerxe jetzt mittlerweile auch so eine solide Frontline. Du hast immer noch den Tahm Kench an deiner Seite. Das heißt, selbst wenn man mal irgendwie in die Nähe dieser Ashe kommen sollte. Und ja, der Baron schmilzt ja auch weg. Damit der zweite Baron für Splice. Das waren sie gut und jetzt muss Prophet aufpassen. Geht er nochmal rein, aber der Baron ist eben schon weg und deshalb kann man sich jetzt hier auch den Kills widmen. Den kriegt jetzt auch Kobbe. Und Niski versucht zu flankieren. Der hat eine sehr gute Position. Man geht aber auf Nummer sicher. Das sieht nicht gut aus für Rocket. Nein. Jetzt hier nochmal. Es war jetzt wieder stark gemacht von Odo Amne. Schmeißt hier, glaube ich, 4 Leute in die Wand. Zumindest in Richtung der Wand. Jetzt. Ja, okay. Er wird geschaffelt, schmeißt aber gleichzeitig die Leute zur Seite. Womit er den Shuffle quasi. Der macht halt nichts aus. Man kann keine Distanz herstellen, weil man sich selbst nicht bewegen kann. Er wollte halt die Ultimate von Odo Amne verhindern. Hat jetzt aber nicht ganz so gut geklappt. Er hat sie quasi mitgenommen, so. Mit der Wand. Zumal wenn du die Wall stellst und nah dich dagegen schmeißt, bist du ja trotzdem gestunt. Ja. Also, hier nimm mal jetzt auch noch den Elder Drake mit. Also, Splice möchte das hier ganz sicher runterspielen. Jetzt hat sich das Ganze halt wirklich durch diesen einen Teamfight so krass gedreht nochmal. Kazing nutzt seine Ulti defensiv, um wieder auf die Lane zurückzukommen. Das war halt, Rocket wirkte super solide. Mhm. Und dann kam dieser eine Fight, der halt... Der war super stark gespielt von Splice, müssen wir ehrlich sagen. Aber es war eben auch von Rocket ein bisschen... Ja, unkontrolliert. Haben sich in einem falschen Moment erwischen lassen. Vor allem musst du jetzt auch mittlerweile bedenken, Niski hat jetzt auch noch den Lernstab. Also damit halt Triple Magic Pen. Und auch gegen die Tanks, wenn er da eine Rotation rausbekommt, ist auch der Tank. Ja. 50% seiner AP verliert er da. Und das kann halt dann auch schon ausreichen. Da musst du gar nicht unbedingt den Carry bekommen. Zumal Hikyu ja sowieso in den Teamfights aktuell, er will das Ganze halt etwas ruhiger haben. Er will halt die Möglichkeit bekommen zu poken.
Man geht hier gerade so für dieses, naja, ist kein 1-3-1, sondern mehr so ein 2-3. Denn wir sehen, Niski gibt da ein bisschen Deckung auf der Botlane für Odoamne. Und so kann man eben in der Mitte und auf der Botlane Druck machen. Und vielleicht somit die Base knacken. Also den ersten Basisturm hier holen. Ja, da sehen wir schon, ist gefallen. Ja. Also ich denke auch mit dem Baron, wenn sie hier genug rausbekommen, dass Rocket halt echt riesige Probleme haben wird, das nochmal irgendwie zurückzugewinnen. Okay, der Asio-Turm jetzt natürlich ein kleiner Trost, den haben sie aber nicht lange und irgendwann ist der weg. Ja. Hält natürlich nicht so viel aus wie ein normaler Turm. Vor allem, man sieht halt, der Schaden mittlerweile von Cobb reicht, um da vier Leute von Rocket in die Mitte zu binden. Und auf der Botlane da Odoamne und Niski weiter und unterwegs, die halt einfach ganz entspannt splitpushen. Dann ist auch für dich das Problem, ja, der Asio-Turm ist jetzt weg, das heißt, wie willst du dich aufteilen? Einer da unten reicht nicht, um gegen Niski und Odoamne diesen Inhib zu verteidigen. Und das sehen wir auch, der Inhib ist weg. Ja, super starkes Spiel, jetzt kommt die Rotation in die Mitte und Odoamne ist mega nase, auch da sollte man Respekt vor haben. Und Niski natürlich ein bisschen mobiler, kommt da einfach über die Wand. Aber man hat das Baron Powerplay diesmal super ausgenutzt, du hast die Basis eröffnet, hast da einen Inhibitor bekommen. Und selbst wenn du jetzt während des Barons oder durch den Baron da nicht noch mehr bekommst, hast du eben einfach durch diesen automatischen Druck auf der Botlane, kannst du jetzt die beiden Split-Pusher auf die Toplane schicken, so wie sie es gerade auf der Bot gemacht haben. Und die holen sich da eben den Turm. Noch will man den Baron aber ausnutzen und den nächsten Inhibitor-Turm nehmen. Den kriegt man sogar. Der Pillar auch nicht schlecht. Man zieht sich auf Seiten von Rocket zurück. Die Varus geht vorbei. Auch der Inhib wird fein. Ash aber nochmal aggressiv. Die Ornut hier zur Defensive genutzt. Geht auch gut durch, aber LeBlanc ist schon gefallen. Jetzt muss Splice also aufpassen. Man geht weiter hinterher. Sejuani hat natürlich viel CC. Wir sehen, Kombi ist super low. Man kann gerade so noch davon kommen. Ja, da hat man halt gerade gesehen, das war so ein Fight, der war angenehmer für HQ, weil er konnte halt poken. Er hat zwei Qs getroffen auf LeBlanc und schon war sie weg. Gut, Braum hat jetzt den Kill bekommen, aber der Hauptschaden war eben von ihm aus. Und auch für Asio ist halt ein kontrollierter, langsamer Kampf, wo er die Soldaten immer wieder umpositionieren kann und vor allem damit halt eine Menge Schaden in den Gegnern anrichten kann, viel, viel angenehmer. Als wenn er nah an dich reinspringt und dich komplett gegen die Wand schleudert. Ja. Auch von Splice ein bisschen, sie versucht sogar mit dem Asher oder nochmal offensiv zu gehen. Sie hatten einfach nach dem Inhib, also sagen sollen, okay, wir holen den Inhib und gehen dann weg. Ich meine, sie haben jetzt einen Charakter verloren und haben dafür zwei gepushte Inhibitoren. Das ist in Ordnung. Ist jetzt nicht, dass sie jetzt einen riesen Fehler gemacht haben. Aber sowas darf ihnen eben nicht nochmal passieren oder noch sogar zweimal passieren, weil dann kommt Rocket vielleicht wieder zurück. Ja, vorhin hat man halt gerade auch nochmal den Schaden von HQ an Kobbe gesehen. Also wenn Kobbe es halt nicht schafft, sich da irgendwie sicher zu positionieren, er musste jetzt auch gerade eben flashen, nur wegen einer einzigen Q von Varus. Zwei Qs können da schon ausreichen, um Kobbe halt in lebensbedrohliche Gefahr zu bringen. Aber es ist halt wirklich hier immer die Frage, wer den Teamfight engaged und vor allem, wer als erstes den CC landet. Wir sehen schon, wie angesprochen, jetzt Odoamne auf der Toplane. Das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis der Turm fällt. Man versucht hier vielleicht sogar für einen Catch zu gehen, aber das ist auch wichtig, das macht auch Splice sehr gut, die Vision immer aufrecht halten und somit eben so eine Verluste über einen Catch eben zu vermeiden. Das ist wirklich bisher gut gelungen. Ja, auch für Rocket hat das Problem, sie können sich ja jetzt nicht aus der Base rauswagen. Jeder Catch könnte hier halt schon das Spiel bedeuten. Splice, denke ich, wird das Ganze auch erstmal ruhig angehen. Sie werden auf das nächste Objective warten. Aktuell haben sie ja überall die Pressure. Das heißt, auch ein Ahndrache oder ein weiterer Baron wird wieder ein Risiko für Rocket. Odoamne inzwischen am Turm angekommen. Wir sehen schon Prophet zusammen mit HQ. Versucht die Wave zu klären, versucht das Ganze zu verteidigen. Von der Goldvorsprung einfach jetzt schon bei 9000. Und der steigt jetzt halt stetig. Einfach weil man selbst nimmt den gesamten gegnerischen Jungle. Die Gegner bekommen den nicht. Ja. Und also Rocket kann wirklich. Also Rocket müsste so einen Teamfight jetzt gewinnen, den Splice eigentlich gar nicht eingehen muss. Splice kann das über diese Rotation theoretisch ohne Fight jetzt gewinnen. Ja, vor allem ist es ja nicht nur den Teamfight, den sie gewinnen müssten. Sie müssen dann noch irgendwelche Objectives bekommen. Sei es ein Baron oder ein Elder Drake. Wenn sie aus diesem einen Teamfight, gut, dann hat man einmal das gegnerische Team getötet. Aber wenn man halt daraus nichts gewinnen kann, dann ist die Situation wieder genau die gleiche wie vorher. Man hat zwei offene Inhibs, man wird die ganze Zeit reingepusht. Für sie wäre halt wirklich ein Baron-Fight, der gut für sie ausgeht, wo sie vielleicht auch nur ein oder zwei verlieren und den Baron dann selber bekommen, die Möglichkeit hier nochmal zurückzukommen.
Ja, wir sehen Odo Amne in Lauerstellung. Ist aber weit entfernt von Megana. Byron jetzt wieder da. Andra dauert noch 2 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den gar nicht mehr sehen. Ja. Cobby und Kazing jetzt schon an Byron. Es geht halt so schnell mit einer Edge. Der Schaden reicht halt vollkommen aus. Ist halt auch für 100% Crit. Armor Pen ist auch schon dabei, 35%. Und jetzt muss man hier aufpassen. Odo Amne gefährlich low, wird von Kazing nochmal gefressen. Oh. Aber die gehen hier halt kein Risiko ein. Fressen Odo Amne nochmal. Niski war nicht mal dabei. Das ist halt genau das, was wir angesprochen hatten. Die werden kein Risiko eingehen. Warten hier nochmal auf den Baron, um es dann halt damit zu beenden. Ja, Odo Amne gleich oder kurz vor Megana. Das ist auch so ein bisschen dieser... Man muss als Nah immer aufpassen, dass man einfach nicht... Wenn er jetzt zu Megana geworden wäre, dann hätte man eben so eine lange Phase, die man diesen Druck über seine Megaform bekommt, hätte man eben diesen Druck nicht gehabt. Und das macht schon einen Unterschied aus. Also wirklich gute Nahspieler wissen, wie sie da drum rumspielen. Das macht doch mal wirklich... Es macht sehr viel aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Splice das Ganze hier noch langsamer und kontrollierter spielt, dass sie vielleicht sogar nochmal den Drachen nehmen, um halt wirklich komplett die ganze Sache in sichere Tücher zu verpacken. In sichere Tüten. In sichere Tüten. Von Supermarkt XY. Ja, Andrache in 30 Sekunden da. Der Baron wäre noch, sie können den anderen sogar angehen und haben dann immer noch beide Buffs. Also der zweite Inhibitor wird jetzt auch wieder da sein. Ja, da ist er gespawnt. Und jetzt der Catchversuch über Ornn. Kazing frisst hier die Ash mit Cobby, aber es ist halt keine Chance. Du kannst ihn nicht catchen. Jetzt sogar der Re-Engage. Odo Amne ist klein, aber Cobby hat eine super Position, teilt hier die ganze Zeit aus. Niski versucht zu flanken. Und Rocket muss sich eben zurückziehen. Und das war eben, sie haben quasi ohne Odo Amne gefightet, war mehr als da sich lowhauen lassen, hat er nicht gemacht in dem Fight. Und trotzdem sah es so gut aus. Ja. Niski war auch nicht dabei, der hat noch auf der Botlane gesplitpusht. Beide Inhibitoren stark beschädigt. Sie wollten halt hier auch nur wirklich sicher gehen, dass die Lane reingepusht ist. Da vielleicht das auch schaffen, den einen oder anderen von Rocket rauszunehmen, damit halt der Elder Drake sicher rangegangen werden kann. Das finde ich ganz gelungen. Jetzt wäre er zu verfehlt. Ich meine, das war nur eine Krabbe, aber ich finde das so. AD Carries im Late Game, wie viel Schaden die austeilen. Ah, schau dir das an. Er macht den halt solo. Er hat doch alles dabei. Er hat Lives, der hat Attack Speed, der hat Crit, der hat alles. Oh. Hier muss der Elder Drake aber nochmal aufgegeben werden. Aber man darf ihn nicht zu viel riskieren. Jetzt will sogar Rocket den nehmen. Das ist immer gefährlich. Niski versucht ihn zu flankieren. Cobb ist halt sehr gesplittet. Oh, das ist schwierig für Rocket aber auch, weil die mittendrin sind. Sie kriegen aber den Arm dran. Jetzt die Frage, können sie den Fight gewinnen? Schöne Nahult hier gegen 2 und LeBlanc-Schaden. Haut hier 2 Leute nochmal raus. Rocket versucht nochmal zurückzukämpfen. Das ist aber der Triple Kill für Niski. Und auch der 4. Kill wird hier geholt. Der geht aber an Cobby. Und der letzte Anteil am Catchen, das war's. Das Game geht an Splice. Ja, also da hatte man selbst mit dem Elder Drake jetzt in dem Teamfight überhaupt keine Chance mehr. Keine Chance. Es war eigentlich eine gute Idee, das Ganze zu übernehmen von Rocket. Haben sie wieder gut weggedrängt, aber dann werden sie halt engaged und eine Nah-Ult schön in die Wand. Dann kommt LeBlanc eben über eine gute Position rein. Ja, und das ist der Win für Splice an der Stelle. Man muss halt auch bedenken, sie haben da gerade 3 gegen 5 gefightet. Sie haben es geschafft, Korbe zu zonen. Niski war nicht dabei, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Und da ist halt die Frage, der Varus-Damage im Late ist halt nicht mehr so stark. Ja, damit haben wir jetzt ein schönes Spiel hier. Sah am Anfang ziemlich eindeutig erstmal aus für Rocket, aber dann hat Splice es halt in einem Kampf nochmal komplett geturnt. Ja, und warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist, werden wir jetzt gleich erfahren, indem wir rüberwechseln in die Analyse-Ecke. Möglichkeiten mit einer LeBlanc zum Beispiel in Snowborn zu geraten, nah Toplane, auch sehr, sehr gut im Split-Push, wie wir gesehen haben. Und da lief es dann im Endeffekt auch drauf aus, kann man sagen. Denn man hat es geschafft, am Anfang gut gegenzuhalten auf Rockets Seite. Die haben sich entschieden, zum Beispiel Varus auf Lethality zu spielen, was deutlich früher spiked, was auch die Möglichkeit hatte, die Lane besser reinzupushen, Ashe gegenüber auf jeden Fall im Vorteil war.
Aber dadurch, dass man den Baron unter anderem bekommen hat, und das sehen wir gleich auch nochmal in einem Replay, hat man es geschafft, sich halt gut nach vorne zu arbeiten, hat diesen Split-Push deutlich besser durchbringen können. Das hat halt wegen LeBlanc gut funktioniert, auch wegen Gnadi, die fühlen sich da beide sehr, sehr wohl. Und das haben wir halt immer, immer wieder gesehen. Meinst du, es gab noch irgendwie so einen anderen Punkt, bei dem Rocket irgendwas hätte besser machen können? Es war halt, glaube ich, wirklich dieser eine Fight. Sie haben ja 4-1 oder 4-0 geführt, glaube ich sogar. Und sie waren eigentlich in einer guten Position. Sie haben das super solide gespielt, richtig ruhig, wirklich alles gut gemacht. Und dann nehmen sie diesen einen Fight, den sie nicht mal gebraucht hätten. Sie hätten sich einfach zurückziehen können, alles wäre gut gewesen. Sie fighten da und das war halt super bitter. Und ich glaube, das hat ihnen im Endeffekt das Game verloren. Weil Splice ist ein Team, die wissen, wie sie mit so einer Führung umgehen. Auf jeden Fall. Und dann haben sie den Split-Push, halt einfach, du hast schon angesprochen, LeBlanc und Na, da kannst du nicht viel gegen machen. Und das war eben im Endeffekt der Knackpunkt in diesem Spiel. Ja, da kommt man halt immer irgendwann zu, ne, dass LeBlanc halt Split-Push eher unterwegs ist, als halt bei diesen einzelnen Catch-Aktionen. Funktioniert gut, sie ist sehr mobil, sie kommt meistens weg. Ähnlich wie Na, der hat auch die gewisse Mobilität. Hat vor allem die Reichweite, dagegen kann Ornn alleine nichts machen. Also man hat da gute Matchups gefunden, in die man die eigenen Charaktere mal gesteckt hat. Wir haben auch gesehen, Ashe irgendwann super stark, AD Carries, Leute. Im Late-Game sind sie halt immer noch die besten Charaktere. Auch wenn Azir da zum Beispiel gut gegenhalten kann. Aber auch durch diese Anpassung, die Rocket vorgenommen hat, am Varus etc., war es halt später schwer gegenzuhalten. Wir sehen jetzt auch gleich nochmal das Replay, würde ich sagen, vom Baron, oder von der Aktion, wie man praktisch zum ersten Baron gekommen ist. Man hat ja später noch einen weiteren gehabt. Da kannst du gerne nochmal ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist. Jo, müssen wir, weiß nicht, muss ich nochmal zurücknehmen, ich bin ja gerade am Ende. Geht jetzt hier los. Where are you at though? Da. Da, hier geht's los. Ja, das ist eben der Fight. Das Problem war, dass es eigentlich gut war, es von Rocket hier den Catch versucht zu landen, aber sie hauen da eben alles auf Tom Kench raus. Wir können einfach mal, ich gehe noch ein bisschen zurück, das war jetzt sogar ein bisschen zu weit. So, da bleiben wir jetzt nicht mehr. Also wir sehen, es wird alles eben auf Tom Kench, wir machen mal hier, ging alles auf den guten Dude. Ja? Mhm. Alles, wirklich Braum-Ult, Seju-Ult ging auf ihn. Alles rausgehauen und im Endeffekt hat Rocket nichts mehr. Und jetzt sehen wir eben schon, dass von den Seiten hier, gerade von hier kommt Xerxes rein, von hier oben kommt Odo Amne rein. Und dann sehen wir eben, wenn wir mal auf die Minimap schauen, dass, ich mach noch ein bisschen größer, dann seht ihr, okay, man sieht es doch so. Ashe und LeBlanc, also Niski und Corby, kommen eben auch dazu. Und das hat eben Splice in der Situation gut gemacht. Ja, wir laufen mal ein bisschen weiter. Dass man sehr schnell da war, eine super schöne Nah-Ult. Also auch hier können wir nochmal das Ganze anschauen eben. Nah hat hier drei Leute in die Wand geworfen. Die haben alle keine Chance mehr. Dann kommt noch die W dazu, also dieser CC, den er da durchhaut. Und das war eben für Rocket so dieser Teamfight. Warum nehmen sie den? Warum gehen sie da überhaupt hin? Warum sind sie in der Position? Ja, werden hier nach und nach abgeholt und wir sehen es, jetzt kommen langsam schon die Carries mit dazu, eben von unten. Und man ist jetzt, alles ist hier voll. Alles spielt sich hier in diesem Bereich ab, so in dieser Ecke. Und du willst gegen eine Nah, willst du nicht in der Nähe von Wänden fighten, sowieso nicht, dich nicht so catchen lassen. Wir sehen auch Azir, das ist auch nochmal ganz interessant zu beobachten, der gute Blanc ist hier oben, der macht da gar nichts. Und im Endeffekt hat man deshalb den Fight verloren und nach und nach wurden die Leute hier abgeholt. Und was am Ende des Fights nochmal ganz schön war, da achten wir gleich mal auf Corby. Denn eigentlich versucht Rocket sie sogar nochmal zurückzufighten. Also natürlich versuchen sie sich mal. Können sie ja nicht einfach aufgeben. Ja, Niski muss sich zurückziehen und auch Corby jetzt recht low gleich. Er wird gleich angegangen von den Gegnern. Haut hier sogar mal den Ash-Arrow raus. Da muss man sogar Splice ein bisschen kritisieren, weil sie sogar nochmal weiterfighten wollen. Aber dann eben, Blanc geht rauf. Ja? Also alle gehen hier eben auf den guten Corby. Der ist da ein bisschen alleine, der ist abgesplittet. Denn der Rest seines Teams steht gerade. Moment. Ich bin neu mit dem Tool, Leute. Don't blame me. So, hier. Der Rest des Teams steht hier. Und dein AD Carry ist komplett alleine. Azir ist mobil, kann da hinspringen. Theoretisch kann der Braum hinterher springen. Und wir sehen auch, dass es gleich passieren wird. Denn die gehen alle auf ihn rauf. Shurima schaffe, schmeißt ihn dann nochmal rein in die Gegner. Er kassiert dann und viel dann Schaden. Tom Kench. Dann kommt Tom Kench nämlich. Das Problem ist, der kann natürlich nicht ewig im Mund halten. Das heißt, Ash muss gleich wieder raus, kassiert dann nochmal ein bisschen Schaden. Und dann kommt gleich die lustigste oder die schönste Tom Kench, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Denn einfach über 2 Meter hinweg, wenn man kitet, sogar Corby, das ist die Stärke von eben diesen AD Carries, wenn sie eine gute Position haben, dann teilt er auf das gesamte Gegnerteam da eben den Schaden aus. Und jetzt kommt hier eben gleich, wir schauen einfach mal mit der Lupe auf Tom Kench. Das Allerwichtigste, sagt das Wichtigste. Er ultet über 2 Meter. Er kommt 2 Meter weiter wieder raus. Und so hat man den Fight gewonnen. Nein, natürlich nicht. Du brauchst ja auch nicht weniger Zeit, wenn du kürzer ultest, ne, von der Reichweite. Hier wollte man sich vielleicht einfach an Sicherheit bringen. Einfach neu positionieren. Vor allem, er hat ja Ash wieder im Mund. So. Also er hat sie wieder beschützt. Und das war das Problem gerade in der Situation. Und das hat Splice einfach die ganze Zeit gut gemacht. Die Carries beschützen, einfach die ganze Zeit von den Gegnern ferngehalten. Und das hat nochmal großes Lob an Splice und halt Rocket. Sie hätten den Fight nicht nehmen müssen. Das war schwierig.
Schwierig war es auf jeden Fall, das Game. Das nächste könnte vielleicht mal ein bisschen eindeutiger werden. Na, wir werden sehen. Wir gehen jetzt erstmal ein kurzes Päuschen. Ihr wisst ja, wie es läuft. 6 Minuten ungefähr, dann sehen wir uns wieder. Bleibt also auf jeden Fall dran. Bis gleich. Bis gleich.